Ich grüße Sie sehr herzlich zu unserem dritten Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesung. Heute zum Thema Sprache bestimmt die Freiheit, gehalten von Beatrice Dernbach. Beatrice Dernbach ist Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin. Seit 2014 ist sie Professorin für praktischen Journalismus, beziehungsweise seit 2021 heißt die Professur für Wirtschaft, Wissenschafts- und Nachhaltigkeitskommunikation an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Zuvor war sie von 1999 bis 2014 Professorin für Theorie und Praxis des Journalismus an der Hochschule Bremen. Studiert hat sie Germanistik mit dem Schwerpunkt Journalistik an der Universität Bamberg, wo sie auch promoviert hat. Nach ihrem Studium war sie erst Volontärin beim Verlag Nürnberger Presse und dann Redakteurin bei den Nürnberger Nachrichten und parallel dazu wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bamberg. Sie hat auch viel publiziert, unter anderem zur Didaktik der Journalistik, zur Vielfalt des Fachjournalismus und zur Komplexität im Journalismus. Heute spricht sie zu uns zum Thema Sprache und damit möchte ich an Sie, liebe Frau Dernbach, das Wort übergeben. Ja, Frau Kostner, ganz herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Freut mich sehr, dass Sie alle da sind. Und ja, das Thema, Frau Kostner hat mich gerade vorgestellt, ist naheliegend. Erstens, weil ich eben Germanistik studiert habe und immer noch mich als Redakteurin bezeichne. Aber dazu komme ich dann gleich auch in meinem Vortrag. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die ich gerne teilen möchte. Das sind jede Menge Folien, aber ich war zwar Printjournalistin, aber ich bin es trotzdem gewohnt, auch schnell zu reden und auch mal eine Folie zu überspringen. Ich hätte dann gerne auch noch Zeit, um mit Ihnen eben ins Gespräch, in die Diskussion zu kommen, sodass wir gerne auch noch mal vielleicht auf die eine oder andere Folie zurückkommen können, wenn es Ihnen denn zu schnell gegangen ist. So, gerade hatten wir schon die Probe aufs Exempel, ob das geht. So, jetzt schauen wir hier noch mal, ob ich das tatsächlich auch, können jetzt Ihre Anwendung sehen. Das ist schön, wenn ich jetzt auch noch sozusagen hier von Beginn an und die große. Frau Kostner, ich sehe Sie jetzt. Es müsste jetzt auch entsprechend die große Ansicht zu sehen sein und nicht mehr quasi die Referentenansicht. Gut, wunderbar. Ja, Sprache bestimmt die Freiheit. Ich weiß gar nicht mehr, Frau Kostner, ob ich den Titel so abgegeben hatte oder ob Sie den irgendwie so dann festgezurrt haben, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den noch ändere. Ich habe mir jetzt aber gedacht, ich lasse den einfach mal so und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also, das ist das Programm, die Agenda, durch die ich Sie heute durchführe. Zum ersten einmal ganz kurz, weshalb ich zum Thema Sprache und Freiheit etwas sagen möchte. Der Blick zurück zur Herkunft und Bedeutung des Begriffs Freiheit, die Spielräume im pragmatischen Grenzen der Sprache, der Kampf um die richtige Sprache, das Gendersternchen und die Freiheit des Einzelnen, ein Blick in die Mediensprache oder die Sprache in den Medien und dann ein kurzer, schneller Ausklang. Ja, weshalb ich zum Thema Sprache und Freiheit etwas zu sagen habe, diese nette Karikatur hat mir ein Freund gezeichnet, damals, als ich eben meine Promotion erfolgreich abgeschlossen hatte, 1998, Sie hatten es gesagt, an der Universität Bamberg. Und ja, ich habe mir so überlegt, warum glaube ich, etwas zum Thema Sprache und Freiheit sagen zu können. Zum einen, ich bin Frau und ich glaube, das hat schon auch eine Bedeutung in der heutigen Debatte, insbesondere um Gleichstellung, die durch gendersensible Sprache deutlich gemacht werden soll. Ich bin Diplom-Germanistin, ich bin Redakteurin, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin bzw. Wissenschaftlerin, Wissenschaftskommunikatorin und Journalistenausbilderin. Das heißt, ich habe tagtäglich eben auch mit Sprache, mit ihrer Bedeutung, mit dem Umgang mit Sprache zu tun. Ja, schauen wir uns mal an und das hat mich eben als Linguistin, treibt mich das heute immer noch um, mal in die Etymologie, in die Semantik von Begriffen zu gucken. Und das habe ich hier getan. Das heißt, der Begriff Freiheit beziehungsweise frei
kommt schon im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, Mittelnorddeutsch und so weiter vor. Und was ganz interessant ist, das ist also das deutsche Wörterbuch der Sprache, was man sich auch mal angucken kann, die Worthäufigkeit. Also das ist ein großer Textkorpus. Und hier kann man eben sehen, über die Jahrhunderte wird es sozusagen immer wieder festgestellt, dass das Wort Freiheit, der Begriff, doch relativ häufig verwendet wird. Und wenn man dann so mal in den Zeitverlauf guckt, also ab 1600, seit so die Textkorpora erstellt und untersucht werden, nimmt tatsächlich die Verwendung des Begriffs ab. Warum, wieso, weshalb, will ich hier auch nicht erörtern, aber interessant finde ich das. Der Begriff begegnet uns sehr häufig immer im Zusammenhang auch mit Revolutionen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, ich habe es auch noch mal neben mir liegen, eine richtig dicke Platte, nämlich von Michael Kunze, der Freiheit eine Gasse, Traum und Leben eines deutschen Revolutionärs. Es geht um Gustav Struve, Advokat und Journalist, der eben hier seine Erinnerungen aus der Märzrevolution 1848 niedergelegt hat. Und ihm ging es eben mit seinen Mitstreitern um Freiheit, Selbstbestimmung des Einzelnen, der Völker, Recht auf Bildung, Arbeit, Wohlstand, uneingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit, Demokratisierung und die Vereinigung Deutschlands von innen her. Und das sind so Schlagworte, Worte, die uns immer wieder auch vor allem in Verfassungen, bei uns eben auch vor allem in Artikel 5 Grundgesetz letztlich immer wieder begegnen. Das heißt, der Kontext des Politischen prägt sehr stark diesen Begriff und diese Vorstellung von Freiheit. Ich habe mal zwei Zitate herausgesucht, eins von Willy Brandt, der eben Freiheit als Voraussetzung für die Demokratie bezeichnet, und aber auch die Demokratie schafft erst den Raum, Freiheit praktiziert werden kann. Und dann noch vom Philosophen Karl Jaspers, die Zukunft ist als Raum der Möglichkeiten der Raum unserer Freiheit. Ja, zu unterscheiden sind semantisch zwei Bedeutungen von Freiheit, die aber sehr eng miteinander zusammenhängen. Zum einen bedeutet Freiheit von etwas, das heißt also, das ist die zentrale Forderung nach Unabhängigkeit, Abwesenheit von Zwang, Unterdrückung und Bevormundung, oder eben die Freiheit für etwas. Das heißt, das ist die tatsächliche Umsetzung bzw. die Übernahme der Verantwortung für das, was ohne Zwang und Unterdrückung getan oder unterlassen wird. Das heißt also, die Freiheit bedeutet letztlich auch immer eine Verpflichtung. Das sollte man nie vergessen. Und dann habe ich einfach noch mal ein bisschen gesammelt, ein Brainstorming gemacht. Wir haben ganz, ganz viele Begriffe, ganz viele Phrasen und Metaphern, in denen eben der Begriff Freiheit vorkommt, die Freiheit des Gewissens, des Handelns, der Rede, der Presse. Man kann jemanden der Freiheit berauben oder er kann seine Freiheit wiedererlangen. Sich Freiheiten erlauben, herausnehmen, hat dann eher eine Bedeutung so im sittlichen Verhaltensspektrum. Oder auch nochmal die zusammengesetzten Nomen mit Freiheit entweder als Bestimmungswort oder Freiheit als Grundwort sind bei uns auch in sehr, sehr vielen Kontexten hier immer wieder zu finden. Ja, kommen wir zum dritten Kapitel, die Spielräume und pragmatischen Grenzen der Sprache. Das finde ich heute unglaublich faszinierend, wenn man sich eben anschaut, wer sich so alles mit Sprache und wie der Mensch eben tatsächlich wie der Mensch eben hier auch Sprache entwickelt. Da bin ich immer wieder auf Jean Piaget gestoßen, der Pädagoge, der sich mit Erziehung, mit Kognitionsforschung einbeschäftigt hat. Und das Spannende ist immer wieder, ich habe noch keine Biografie von einem seiner drei Kinder gelesen, aber ich weiß nicht, ob die das so spaßig fanden, tatsächlich hier die Versuchskaninchen zu sein. Aber Jean Piaget hat selbst aus der Beobachtung seiner drei Kinder heraus sehr viel eben beigetragen dann zur Frage, wie sich Intelligenz und wie sich damit auch Sprache tatsächlich erwirbt. Und er spricht eben von Reflexen, von Gewohnheiten, von Assoziationen und von einem Anpassungsverhalten, das sehr, sehr wichtig ist, damit wir Umwelt strukturieren und letztlich eben auch, damit sich so etwas wie Intelligenz immer in Abgleich zur Umwelt auch bilden kann. Und das untere ist ein Zitat, das ganz, ganz wesentlich ist, auch für mich dann im weiteren Verlauf der Präsentation, werden wir immer wieder auf diese Prämisse zurückkommen.
zurückkommen, nämlich indem sich das Denken den Dingen anpasst, strukturiert es sich selbst. Und indem es sich selbst strukturiert, strukturiert es auch die Dinge. Also auf jeden Fall dieser Zusammenhang, diese Verknüpfung zwischen dem Denken und eben der Wirklichkeit. Und damit hat auch Sprache zu tun. Denn grundlegend für diesen Prozess sind sogenannte Schemata. Da werden noch andere Begriffe verwendet, wie kognitive Muster, wie Kategorien und so weiter. Aber ganz klar ist, dass Schemata quasi so große Begriffsmuster sind, sodass wir etwas, Kollegen Schmidt und Weichenberg haben das mal so formuliert, dass man etwas auf einen Schlag als Baum wahrnimmt und damit umgehen kann und ohne sich eben jedes Mal wieder durch diese ganzen Details zu arbeiten, nämlich Blätter, Zweige, Äste, Stamm, Rinde, aha, ist gleich Baum. Und das ist ja auch die Zuweisung von Begriffen, die sprachlich konsentiert sind. Warum nennen wir den Baum Baum, den Stuhl Stuhl und so weiter? Und vielleicht kennen Sie auch diese Geschichte von Peter Bixel über den alten Mann, der in einem Zimmer sitzt, alleine und anfängt, alle sozusagen Elemente, alle Gegenstände, die er in diesem Raum hat, umzubenennen. Und so funktioniert dann auch Gesellschaft nicht mehr, Kultur nicht mehr, wenn wir eben anfangen, jedes Mal wieder in den Details zu denken. Ein faszinierendes Buch, auch das habe ich noch mal dabei, beziehungsweise neben mir liegen, von dem Wissenschaftsjournalisten. So kommt der Mensch zur Sprache von Dieter E. Zimmer von 1986. Und das habe ich ganz oft in der Hand gehabt, beziehungsweise nehme es immer heute noch in die Hand. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch, auch über die Frage, wie Menschen eben Sprache lernen, beziehungsweise was angelegt ist. Und da sehen wir eben, dass es hier auch, Zimmer spricht von Basiskategorien gibt, in die wir unsere Erfahrungen immer wieder einordnen, modifizieren und speichern. Und das ist eben tatsächlich eine überlebenswichtige Grundeigenschaft aller Lebenswesen. Wenn wir das immer wieder, diese Prozesse immer wieder grundsätzlich neu durchlaufen würden, dann kämen wir irgendwie zu nichts mehr. Einen weiteren spannenden Einsatz liegt im Framing, den Elisabeth Wehling als Linguistin eben auch ausgearbeitet hat, 2016 in einem sehr schmalen, aber dennoch gut zu lesenden Buch, das politische Framing. Elisabeth Wehling, vielleicht haben Sie es auch mitgekriegt, ist sehr stark ja letztlich auch diskriminiert worden, weil sie im Auftrag der ARD Inhouse-Seminare gegeben hat, auch zur Frage, wie kann sich ARD eben hier neu aufstellen und auch besser nach außen kommunizieren. Und sie hat dann eben auch diese Tipps gegeben in einem, wie gesagt, in einem Inhouse-Papier, dass sich die ARD einfach besser verkaufen muss, besser framen muss im Sinne von, liebe Deutsche, also ich übertreibe jetzt, ich provoziere bewusst, liebe Deutsche, seid doch froh, dass ihr Geld bezahlen dürft für so einen tollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben in anderen Ländern wirklich geknechtet wird von der Politik und so weiter. Das ist durchgestochen worden und es gab einen riesigen Shitstorm und Elisabeth Wehling ist heute eigentlich ein No-Go, also man lädt sie nicht mehr ein, beziehungsweise man lädt sie aus, also sie hat es auch erlebt. Ich finde das spannend, wie sie eben Framing denkt, ähnlich wie Zimmer, ähnlich wie Piaget, beruft sie sich auch darauf, dass das sozusagen auch Dinge sind, Frames sind angelegt, eben sie nennt es ein Bouquet semantisch angegliederter Ideen an ein Wort. Sie steuern die Wahrnehmung des Denkens, die sprachliche Verarbeitung und des Handelns. Sie haben selektiven Charakter, wodurch sich bestimmte Fakten hervorheben oder ausblenden lassen. Und sie unterscheidet gerade im sprachlichen Framing über Metaphern, moralische, ideologische und metaphorische Frames. Und ganz kurzer Exkurs, wir haben unter anderem in der Corona-Pandemie, also wir heißt Studierende und ich, eine Framing-Analyse von Markus Söder und Lothar Wieler gemacht in der ersten Lockdown-Phase, also wo die nur über Pressekonferenzen mit uns Bevölkerung gesprochen haben. Und ja, es ist erwartbar, was da rausgekommen ist, tatsächlich, dass Markus Söder, der Medienprofi, wirklich ein Profi auch im Framen ist und das polarisierte vor allem zwischen dem Angst
Frame und dem Schutz- und Sicherheitsframe, den er dann aufgestellt hat. Also diese Frames, diese vor allem metaphorischen Frames, das ist etwas, was man sehr stark in der politischen und auch strategischen Kommunikation tatsächlich finden kann und die man dann ja auch sozusagen identifizieren kann als Gedankenmuster, Gedankenstrukturen. Ja, ich komme jetzt so langsam auf die Frage eben Spielräume, pragmatische Grenzen der Sprache am Fokus Gendern. Ich habe ein sehr interessantes Interview gefunden in einer Broschüre der Universität Bamberg mit der Kollegin Ilka Wolter, die eine Professur für Bildungsforschung mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Lernen innehat. Und sie wurde eben interviewt gerade zu der Frage, wie sich über Sprache quasi Geschlechterstereotype auch manifestieren. Sie sagt, ja, also traditionell verwenden wir das generische Maskulinum, das ja eigentlich für alle Geschlechter grammatikalisch steht. Aber sie haben eben festgestellt, dass es doch immer wieder sehr stark, vor allem im Kontext von Berufen, mit der Assoziation mit Männern zu tun hat. Dass also vor dem inneren Auge immer männlich geprägte Bilder erscheinen. Zum Beispiel, wenn eine Stelle als Jurist ausgeschrieben ist, da steht ja jetzt immer dahinter MWD, also männlich, weiblich, divers. Nichtsdestotrotz sind das eben mentale Modelle, die sehr stark männlich geprägt sind. Frau Wolter sagt aber auch, dass es bis dato zu wenig empirische Forschung und Forschungsergebnisse gibt, um direkt eben diesen Zusammenhang zwischen mentalen männlichen Stereotypen und eben dem generischen Maskulinum gibt. Sie sagt aber aus den Studien zur Bildungsforschung, da zeigt sich schon, dass wenn beide Geschlechterformen genannt werden, dann trauen sich Mädchen bestimmte Berufe stärker zu. Gleichzeitig sinkt aber das Ansehen dieser Berufe und die Tätigkeit wird von Grundschulkindern als weniger komplex und schwierig wahrgenommen. Das ist so der Klassiker mit der Junge will Arzt werden und das Mädel irgendeinen pflegerischen Beruf. Also ich pointiere jetzt an dieser Stelle auch wieder sehr stark. Was Frau Wolter dann aber resümiert, ist, dass Veränderungen der Sprache, Reflexion, Regelmäßigkeit und Wiederholung bedeuten. Das heißt, schlicht und ergreifend, wir brauchen für solche Veränderungen einfach Zeit. Ja. Vierter Abschnitt, der Kampf um die richtige Sprache. Was ist die richtige Sprache? Und da will ich zunächst ein Beispiel aus der Wissenschaft nennen. Ich habe den Kollegen auch schon hier gesehen in der Runde der Zuhörenden. Guten Abend, Rudolf Stöber. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich diesen Fall sozusagen so prominent heute Abend präsentieren darf und habe sein Einverständnis bekommen, weil letztlich war das auch eine mehr oder weniger öffentliche Diskussion. Es ging um einen Beitrag in einer unserer prominenten Fachzeitschriften, nämlich der Publizistik. Und Rudolf Stöber hat bereits im Dezember 2020 diesen Beitrag publiziert darin. Das ist ein Forum, ein Diskussionsforum. Hier geht es also nicht um einen tatsächlich wissenschaftlichen Beitrag, sondern der wurde eben veröffentlicht in diesem Forum. Und Rudolf Stöber hat eben hier das Gender-Sternchen und das Bin-I eben so ein bisschen aufs Korn genommen. Er bezeichnet das als Sprachnorm widrig und hat dann eben hier auch sehr provokant ein paar Fragen formuliert, ein paar Annahmen formuliert und da tauchten dann so Begriffe auf wie latent, manipulativ, unausgewogen, ideologisch polarisierend und so weiter. Und das sozusagen wird nicht vielleicht aus gut gemeinten Gründen etwas schlecht Gemachtes, Dysfunktionales in die Welt gesetzt. Und möchte man mit allen, die eben diese Formen benutzen, in einem Boot sitzen. Seine Position hat er dann auch wirklich den ganzen Text über sehr pointiert formuliert. Er vermutet ein politisches Motiv unter dieser Sprachnormverletzung, nämlich das Bemühen, die Emanzipation voranzutreiben. Aber wo endet diese aufrichtig gemeinte Bemühung um mehr Emanzipation? Wo beginnt die Gedankenpolizei? Wir haben jetzt hier schon ein paar Begriffe eben auch gesehen und da gab es eben auch einen sehr großen Aufschrei innerhalb der Community. Es haben sich mehr oder weniger mindestens zwei Lager gebildet und die Redaktion der Publizistik beziehungsweise die Herausgeber wurden auch angegriffen, nämlich wie können sie nur einen solchen Beitrag veröffentlichen und die Herausgeber haben sich dann eben in einer Vorbemerkung hier auch gewehrt beziehungsweise erklärt und haben eben eingeräumt, dass eben
hier in diesem Diskursraum eben auch ein unsachlicher, gar polemischer Stil offensichtlich veröffentlicht worden ist, gegen den sich eben viele verwahrt haben, weil es so auch nicht erwartet worden ist. Das ist bisher auch so in dieser Form noch nicht vorgekommen. Aber eben die Herausgeber sagen auch ganz klar, wir sind der Ansicht, dass Meinungsaustausch im Sinne der Kommunikationsfreiheit auch durch Provokation und Überspitzung angeregt werden kann, dass er sich darin jedoch nicht erschöpfen sollte. So, dann gab es tatsächlich im Verlauf eine Debatte in weiteren Heften, beziehungsweise immer online first, aber es gab 8 Beiträge inklusive nochmal einer Replik von Rudolf Stöber, und er hat sich in dieser Replik auf vor allem Werte und Normen aus dem Kodex der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie auf die Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht und dem Bundesgerichtshof berufen. Und mir ist dann eben eingefallen, so der kategorische Imperativ, handeln nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das hat er ja in verschiedenen Kontexten und Zusammenhängen immer wieder mehr oder weniger so formuliert. Daran, denke ich, sollten wir uns halten. Wir können uns aber auch halten an etwas, was gesetzt ist, was normativ gesetzt ist, nämlich beispielsweise an die Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung. Und der hat im März 21 in einer Sitzung dann entsprechend auch ein Papier danach herausgegeben, wo er ganz klar sagt, also da das amtliche Regelwerk für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege gilt, hat er sich vor diesem Hintergrund eben dazu entschlossen, die Änderungen, die hier vorgeschlagen sind und in der Alltagssprache eben zunehmend zu finden sind, dass er die nicht empfiehlt zur Aufnahme in das amtliche Regelwerk. Darauf wird sich ja sehr häufig berufen, dass eben der Rat für deutsche Rechtschreibung das so sagt. Gucken wir mal in den Duden. Da wird eben auch in den Verlautbarungen der Duden-Redaktion auch festgestellt, keine Regel einer Sprache gilt für alle Zeiten. Und das kann man wirklich am Duden selbst auch sehen, wenn Sie da mal verschiedene Auflagen über die vergangenen Jahrzehnte nebeneinander legen, werden Sie feststellen, dass bestimmte Begriffe verschwunden sind, andere sind hinzugekommen und so weiter. Das zeigt einfach diesen natürlichen Sprachwandel, dieses Bedürfnis, eben neue Ausdrücke, neue Benennungen, neue Begriffe zu finden, und die entstehen eben nicht durch Vorschriften, sondern sie ergeben sich einfach durch vermehrte Verwendung innerhalb der Sprachgemeinschaft. Ich war während meines Diplom-Germanistik-Studiums mit einem Oberseminar tatsächlich mal damals noch in Mannheim, und wir standen da in dem Archiv der Duden-Redaktion. Es war unglaublich, das sieht aus wie ein Hochregallager, wo eben ganz, ganz viele Kästchen damals noch mit analogen Belegen gesammelt worden sind. Und eben die Duden-Redaktion entscheidet dann, wenn ein Begriff sehr oft eben nachgewiesen wird, zu finden ist in Textkorpora, dann wird er eben hier auch in den Duden entsprechend aufgenommen, so wie zum Beispiel Harzen eben von Hartz IV kommend, der damaligen Entscheidung eben SPD, grüne Regierung, hier die Sozialhilfe umzustellen. Und der Duden bzw. die Redaktion sagt, Gendern ist ein sprachliches Verfahren, um Gleichberechtigung zu erreichen. Gendern ist einfach die Anwendung geschlechtergerechter Sprache. Und die Duden-Redaktion sagt eben auch, ja klar, Sprache ist vom Denken geprägt und Sprache prägt das Denken. Also diesen Zusammenhang, den wir vorhin schon auch bei Piaget und allen anderen, die sich eben mit Sprachentwicklung beschäftigen, finden. Aber eben die Duden-Redaktion sagt auch noch einmal, das entsteht eben in der Verwendung, das entsteht im gesellschaftlichen Handeln. Und diese Seite trage ich jetzt auch nicht vor, und Sie müssen sie auch nicht lesen. Ich habe das nur mal mit hier reingenommen, um eben auch mal zu zeigen, dass sich der Duden, die Redaktion, damit sehr, sehr ausführlich beschäftigt hat und eben mal erstmal benennt, was da ist, nämlich die Doppelnennung femininer, maskuliner Formen und so weiter. Wir haben aber inzwischen auch Varianten mit Schrägstrich und Bindestrich, das sehen Sie so in der mittleren Passage, aber eben diese Schrägstrich-Varianten haben auch aus grammatischen Gründen häufig ihre Grenzen und so weiter. Und der Duden konstatiert, ja, also
zu beobachten ist, dass sich Sprachgebrauch in letzter Zeit von starren Regeln löst. Das war aber auch schon immer so, dass eben nicht alle auch letztlich daran gehalten sind, nach Duden zu schreiben. Also privat darf jeder tun und lassen, was er will. Und mit den digitalen Medien stellen wir ja auch fest, dass Groß- und Kleinschreibung, Orthographie, Kommasetzung immer weniger eine Rolle zu spielen scheint und das leider sich auch eben niederschlägt, sozusagen in Dokumenten, in offiziellen Dokumenten und Schriften. Bleiben wir noch einen kurzen Moment beim Duden. Der hat dann tatsächlich auch ein Heftchen herausgebracht, Gendern ganz einfach, in dem so auf den ersten Seiten auch einfach so ein paar Tipps gegeben werden, so eine Checkliste auch gegeben wird, wo man sich so ein bisschen dran abarbeiten kann. Nämlich zum einen, gibt es überhaupt rechtliche Bestimmungen? Und ja, die gibt es zum Beispiel bei Stellenanzeigen. Jemand, der heute eben eine Stelle ausschreibt, der ist daran gehalten, in Klammern dieses WM oder MWD zu setzen. Was heißt aber eben auch geschlechtergerechtes Formulieren? Und das hängt auch immer wirklich mit dem Kontext ab. Welche Mittel gibt es in der deutschen Sprache auch dafür? Und da ist ja nicht das Gender-Sternchen oder auch beide Pluralformen zu verwenden, tatsächlich so das allein Seligmachende, sondern wir haben ganz viele Möglichkeiten in der deutschen Sprache. Ich komme zum fünften Kapitel, nämlich das Gender-Sternchen und die Freiheit des Einzelnen. Und was es damit mit diesem Titel auf sich hat, möchte ich nochmal an einem konkreten Beispiel darstellen. Das ist das Beispiel meiner eigenen Hochschule, nämlich der TH Nürnberg. Und das ist ganz aktuell ein Beispiel aus diesem Jahr. Ja. Am 22. Juni dieses Jahres hat die Leitung der Technischen Hochschule zunächst über den internen, dann aber auch über den großen Medienverteiler, also auch nach extern, folgende Mail verschickt. Ich habe sie zum Teil hier ausschnittsweise, gebe ich sie wieder. Liebe Kolleginnen, liebe Studierende, Sie studieren, arbeiten an unserer Hochschule und prägen durch Ihre unterschiedlichen Hintergründe und Persönlichkeiten die TH Nürnberg als Hochschule der Vielfalt. Und wir verstehen Vielfalt als Chance und sind bestrebt, Barrieren nicht entstehen zu lassen und Diskriminierung entgegenzuwirken. Uns ist bewusst, dass Sprache ausgrenzen kann. Sie kann aber ebenso integrieren. Wir legen daher Wert auf einen gendersensiblen Sprachgebrauch, der alle Menschen in ihrer Individualität berücksichtigt und anspricht. Wir haben übrigens seit Ostern 2022, also ein paar Monate davor, in den Hochschulgebäuden 15 genderneutrale Toiletten bekommen. Das heißt, es ist aufgelöst worden, nicht überall, aber beispielsweise gegenüber von meinem Büro ist die Herren- und die Damentoilette sind jetzt gendersensibel. Ich hätte ja da eigentlich noch mal das Foto mit einstellen können, wie das jetzt aussieht in der Bezeichnung. Nämlich jeweils rechts ist Männlein oder Weiblein und in der Mitte ist dann noch mal so eine geteilte Figur. Die Erstsemester standen jetzt eben im Winter vor diesen Toiletten und haben staunend nach links und rechts und wieder zurück geguckt und dann haben ihnen höhere Semester gesagt, geh da nach links, wenn du ein Kerl bist, geh nach rechts, wenn du ein Mädel bist. Also das hat auch zu einem gewissen Vergnügen geführt. So, aber weiter eben in dieser Mail. Mit Expertinnen ist ein Leitfaden zur Verwendung gendersensibler Sprache entwickelt worden und damit wird eben auch die Diversitätsstrategie der Hochschule fortgeschrieben und das soll auch zeigen, dass eben das in den praktischen Sprachalltag zu integrieren ist und dass gendersensibler Sprachumgang nicht kompliziert sein muss. Und die Hochschulleitung macht auch klar, dass eben die offizielle Kommunikation eben jetzt diese sprachsensible Sprache auch tatsächlich anwenden, umsetzen wird. Und für jeden von uns ist es empfohlen worden, sich eben hier an diese Sprachregelung sozusagen zu halten. Aber eben, es ist kein Gesetz, sondern nur eine Empfehlung. So, und hier hat man eben auch noch mal, Das ist die Gliederung dieses etwa vierseitigen Leitfadens und da wird erklärt, warum tun wir das, wie sieht die Regelung an der TH aus, die Erläuterung und der Entscheidung und dann eben auch noch die Anwendung im Alltag, eben hier so ein paar Tipps und Kniffe, wie man hier entsprechend formulieren kann. Ja. Die Verwendung tatsächlich beider Pluralformen
die wird als Minimallösung empfohlen, also eher nicht anwenden. Ja, die Empörung ließ nicht lange auf sich warten, noch am selben Tag, ich würde jetzt mal sagen, spätestens eine Stunde später, gegenüber ebenfalls den großen Verteiler, das heißt also nach innen und nach außen, diverse Mails. Und da habe ich jetzt auch nur noch mal ein paar Zitate herausgegriffen. Also TH als Hort der Lehr-, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, die sich über die Regeln der deutschen Sprache, Linguistik und Wissenschaft mit Gender-Leitfaden hinwegsetzen will. Man stellt sich vor, jede Institution würde das machen und so weiter. Und es gibt an der TH wichtigere Themen als diese. Dann ging das auch wirklich ins Unterirdische, was dann am Ende auch den Präsidenten dazu bewogen hat, eben zu fordern, dass die Diskussion über diese Mail, über diesen großen Mailverteiler eingestellt wird. Aber da waren eben tatsächlich viele dieser Bemerkung dieser Mails schon im Raum. Es gab aber nicht nur negative, sondern es gab beispielsweise von einer Fachschaft eben auch positive Rückmeldungen im Sinne von vielen Dank für diesen Leitfaden. Und der macht eben tatsächlich auch deutlich, dass Sprache politisch ist, eine Haltung ausdrückt und eben Sprache das Denken und Handeln widerspiegelt. Und wer sprachlich unterrepräsentiert ist, verliert an Bedeutung. Es werden hier auch wissenschaftliche Quellen im Übrigen angeführt, die das belegen sollen. Auch die externe Resonanz ließ nicht auf sich warten. Also nicht nur im Lokalblatt Nürnberger Nachrichten wurde der Genderstreit oder eben sogar das Gendersternchen erschüttert, die Hochschule aufgegriffen und das auch mehrfach, wie man hier sieht, nämlich zuerst mal das, was eben über die Mails gegangen ist. Und dann das, was eben insbesondere jetzt der Präsident auch dann, wie er sich geäußert hat. Und wir haben das eben auch gesehen, jetzt nicht deutschlandweit, nicht alle haben das aufgegriffen, aber in ein paar Medien war es dann eben auch vor allem digital zu sehen. Interessant fand ich dann beispielsweise, dass wir dann eben hier im Merkur oder auch von Focus gleich zur Nürnberger Uni wurden. Und das hat möglicherweise den Unipräsidenten der neuen Nürnberger Technischen Universität nicht so sehr gefreut. Aber damit waren wir sozusagen mal in den Medien. Erkenntnisse und Effekte, das Thema polarisiert emotional. Insofern war auch zu hören, und da gehörte ich auch dazu, weil man hat man das auch nicht kommunikativ besser vorbereitet, anstatt es tatsächlich per Mail so als gesetzt und entschieden und beschlossen zu verkünden. Die Empfehlung hat auf viele wie einfach eine Regel gewirkt, gegen die nicht verstoßen werden sollte. Aber eben der Verstoß wird auch nicht sanktioniert. Wie denn auch? Und hier komme ich mit meiner persönlichen Einschätzung, die ich auch mit einigen an der Hochschule teile. Naja, es hat schon so einen Einfluss auf die persönliche Sprachfreiheit. Ja? Der ist auf jeden Fall, den merke ich an mir. Und zwar sowohl positiv wie auch negativ. Ich bin sicherlich aufmerksamer bei gesprochener und vor allem geschriebener Sprache. Ich würde aber auch sagen, ich war schon immer gendersensibel, vielleicht nicht zuletzt auch deshalb, weil ich eine Frau bin. Ich weiß es nicht. Es gibt auch gendersensible Männer und so weiter. Also ich weiß nicht, ob mein Fokus dadurch nicht tatsächlich auf etwas gelenkt worden ist. Und das wurde auch vielfach eben so kritisiert, dass das eigentlich von der tatsächlichen gesellschaftspolitisch zu lösenden Frage der Gleichstellung völlig ablenkt. Also wir regen uns hier über Sprache auf, über Sternchen und so weiter und kümmern wir uns tatsächlich um die eigentliche Frage, die dahinter steht und lange nicht geklärt ist. Negativ stelle ich an mir fest, ich schreibe nicht mehr so schnell und frei, vor allem nicht Mails an Studierende, Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeitende in der Verwaltung. Sie merken schon, das hat hier seinen Niederschlag gefunden und das ist nicht ironisch, sondern ich muss vor allem, sehe mich gehalten, wenn ich vor allem wie jetzt hier auch den THN Folienmaster verwende, bin ich Repräsentantin der Technischen Hochschule und ich halte mich dann an die Empfehlung.
Vielleicht gewöhne ich mich auch noch an das Ungewohnte. Das ist ja auch das, was die Kollegin Wolter aus Bamberg gesagt hat. Es braucht einfach seine Zeit und dann wird es irgendwann selbstverständlich und dann reden wir auch nicht mehr drüber, was wir vielleicht tatsächlich viel zu viel tun. Ja, wir biegen ein in das letzte Kapitel, nämlich Mediensprache und Sprache der Medien oder Sprache in den Medien. Auch hier habe ich einen, zwar kleinen, aber immerhin einen Ordner inzwischen gesammelt von vielen Textbeispielen, wo es eben tatsächlich auch um die Frage der gendersensiblen, der gendergerechten Sprache ging. Mal mehr, mal weniger witzig. Also ein niederländischer Kollege hat hier in der Zeit 21, im August 21, einen sehr langen Beitrag verfasst und macht sich hier an dieser Stelle so etwas über uns Deutsche lustig, nämlich so ist das nicht ein typisch deutsches Problem, ist das nicht mal wieder eine typisch deutsche Debatte. Und Sie sehen eben hier eine weiße Frau regiert ja Deutschland oder hat regiert, jetzt inzwischen in der Vergangenheitsform Deutschland regiert, muss dann als nächstes als schwarze transsexuelle Bundeskanzlerin werden und so weiter. Also so ist der ganze Text nicht ganz ernst zu nehmen. Die Frage ist der Sache angemessen. Ich habe auch mal ihn rausgesucht von der SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer, die eben hier erklärt in ihrem Blog, warum die SZ auf das Sternchen verzichtet. Auch sie sagt, Sprache ist natürlich etwas Lebhaftes, etwas Lebendiges und natürlich ist durch die sozialen Medien die Diskussion um Political Correctness, die Frage nach diskriminierungsfreier Sprache zu Recht ins Zentrum gerückt. Wittwer sagt aber auch, Zeitungen haben eine Vorbildfunktion. Sie sollten so schreiben, dass die Texte für möglichst viele, im Idealfall alle Leserinnen und Leser verständlich ist. Und auch mit Blick auf Jugendliche sollten sie in der Zeitung nicht auf eine Sprache oder Rechtschreibung stoßen, die ihnen in der Schule als Fehler angekreidet würde. Also entgegen der Norm, die der Duden dann ja für uns Ausbilder beispielsweise auch an Hochschulen festschreibt. Und Wittwer weiter, gendersensible Sprache ist für die SZ keine Frage von Sonderzeichen, zumal die eben sehr umstritten sind und deswegen werden die sozusagen auch gemäß der Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung eben hier nicht verwendet. Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter gesucht und wie gesagt, neben vielen anderen Texten eben hier mal, da lenke ich mal gerade den Blick hier auf diese Tabelle auf der rechten Seite. Das ist auch natürlich klassisch so, die Taz gendert Springer nicht. Es hat auch viel mit den Images, mit den Traditionen, mit der gelebten Kultur entsprechend eben dieser Medien zu tun. Die FAZ nimmt Rücksicht auf die Sprachgeschichte, die dpa setzt auf sprachliche Alternativen. Zeitspiegel erlauben kreative Lösungen. ZDF heute und ARD, die versuchen die Quadratur des Kreises, nämlich doch die einen gendern, die anderen nicht. Die Frage ist immer, soll das eben hier zur Regel gemacht werden und sollen Redaktionen und einzelne Autorinnen und Redakteurinnen dazu verpflichtet werden oder nein? So, und hier klassische, natürlich auch wieder, wenn ich es ausgeblendet hätte, hätten Sie es wahrscheinlich erraten, aus welchem Haus das kommt, nämlich hier aus der Taz. Es ist ein Unterschied, ob ich von unten nach oben den Sprachgebrauch ändere oder ob ich von oben nach unten Sprachvorschriften mache. Und hier eben der MDR beruft sich wie viele andere Blätter bzw. Redaktionen und Medien auch auf das, was in Umfragen immer wieder festgestellt wird. Ich habe das jetzt hier nochmal genommen, was die Welt am Sonntag auch veröffentlicht hat, eine Umfrage von Infratest DIMAP. Und das hat sich bis heute nicht wirklich geändert, nämlich dass ein Großteil der Menschen das Gendern sozusagen ablehnt und dass sich das unterscheidet hier je nach Alter. Aber, und es unterscheidet sich eben hier tatsächlich auch so nach Parteipräferenz. Auch das ist nichts, was uns erstaunt, sondern das nehmen wir ja auch letztlich aus der öffentlichen Debatte so wahr. Ja,
Noch ein kurzer Blick, auch Journalisten, also nicht nur der Duden, macht ein Heftchen mit Vorschlägen oder Checklisten. Auch der Journalismus tut es selbst. Das war die Journalistenwerkstatt. Das ist eine Beilage in Fachzeitschriften. Und hier kann man eben auch nochmal finden, dass es sehr viele Variationsmöglichkeiten, Optionen in der deutschen Sprache gibt. Letztlich auch sich ein bisschen, ja, nicht herumzumogeln, aber nicht ständig zu überlegen, oh Gott, und wieder Sternchen oder wieder Binnen-I, sondern tatsächlich auch mal grammatikalische und syntaktische Formen im Deutschen auszuprobieren und hier etwas zu variieren. Zusammenfassend zum Kapitel 6, Mediensprache und Sprache in den Medien. Ein unvollständiges Fazit habe ich es mal genannt. Zum einen sind Frames einfach als Denkmuster oder Deutungsrahmen, die gehören zum Basisinstrumentarium unseres Denkens, aber auch des gesellschaftlichen Diskurses. Und das spiegelt sich ganz klar auch im Journalismus in den Medien wider. Frames sind wichtig, weil sie eben Komplexität reduzieren und uns damit auch die Orientierung in dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit ermöglichen. Frames stehen auch gleichzeitig für Werte wie Demokratie, Freiheit, Verantwortung, Solidarität. Also auch das ist etwas, wenn wir das empirisch operationalisieren, fallen uns immer sehr viele Indikatoren auch ein, Kriterien ein, die eben für diese großen Frames dieser Gesellschaft stehen. Sprachliche Konzepte, Phrasen, Metaphern, wir könnten sie nicht ohne auskommen, weil immer wieder von vorne diese Bilder im Gehirn zu aktivieren, das wäre auch sprachökonomisch tatsächlich fatal. Sprache ist lebendig, wird gelebt und zwar von Menschen und umso freier die Menschen, desto freier die Sprache und umgekehrt. Ich wünsche mir, und hier sind wir schon im Epilog beziehungsweise beim Ausklang, mehr Sachlichkeit und weniger Emotionalität in dieser Diskussion, mehr Zuhören und weniger Schreien, mehr Gelassenheit und weniger Aggressivität und Polarisierung und enden möchte ich mit diesem Zitat. Ich habe mir überlegt, ob ich die Quelle mit darunter schreibe, aber ich habe mich, wie Sie sehen, dafür entschieden. Ich finde das Zitat großartig, nämlich die größte Freiheit liegt darin, die Schlacht zu beenden. Und das will ich hiermit tun und auch erstmal diesen Vortrag. Ich stoppe mal die Freigabe, damit wir uns alle sehen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine lebendige Diskussion.